Haben wir heute den Boden an den Aktienmärkten gesehen? Denn nach anfänglichen Verlusten geht es vor allem beim Nasdaq wieder deutlich nach oben. Man erholt sich also von diesen Turbulenzen an diesem Freitag etwas. Aber faktisch haben wir bereits einen Crash gesehen, wenn wir mal auf einzelne Aktien gucken, nicht auf die Indizes. Und wir sehen, dass alle kaufen. Es ist also von Kapitulation überhaupt keine Spur. Und normalerweise entstehen solche Böden an den Aktienmärkten dann, wenn wirklich alle kapitulieren, wenn keiner mehr kaufen will. Und ich werde Ihnen mal zeigen, wie derzeit die Ausgangslage ist. Warum spreche ich von einem Crash? Nun, wenn wir uns die einzelnen Aktien mal anschauen, etwa im Nasdaq, der hat 3.300 und ein paar zerquetschte Aktien, über 1.600 davon haben mindestens 50% von ihrem 52-Wochen-Hoch verloren. Also über 1.600, knapp die Hälfte hat sich mindestens halbiert der Aktien. Und unten sehen wir, das war nicht mal im Corona-Crash der Fall, sondern das war nur übertroffen letztlich von dem Crash in der Finanzkrise und beim Crash der Dotcom-Blase. Da ist also einiges passiert, da ist viel Porzellan zerschlagen worden, sieht man in den Indizes nicht, die sind, naja, gerade mal zweistellig etwa negativ gewesen, S&P, Dow Jones vielleicht sogar noch besser, Nasdaq vor allem war 15-16% im Tief wohl oder unter seinem Hoch gewesen, Russell 2000 dagegen im Bärenmarkt mit über 20%. Aber hier sehen wir sozusagen den Schaden unter der Oberfläche, das alles wird in den Indizes nicht so ganz wiedergespiegelt. Und ja, die Stimmung ist schlecht hier, Privatinvestoren in den USA, nur 23% sind bullish, 53% sind bärisch, sind also sehr negativ. Normal ist das ein sehr, sehr guter Kontraindikator. Das sehen wir auch hier, wenn wir uns mal anschauen, bei diesem Anlegersentiment, bei den Privatinvestoren, wenn wir eine Quote hatten von über 50%, dann ist es so, dass in den nächsten 3 Monaten tendenziell die ganze Geschichte dann besser wurde und auf Jahressicht, also im Laufe des kommenden Jahres, dann war es fast immer so, dass die Aktienmärkte positiv gehandelt haben. Durchschnittlich sehen wir hier Gewinne von 14% in 81% aller Fälle. Ist es dann positiv ausgegangen, wenn die Stimmung der Privatinvestoren so schlecht war, weil die eben schlichtweg als Kontraindikatoren fungieren. Ja, und ja, da haben sich viele als Genies wahrgenommen, jene, die AMC gekauft haben, GameStop gekauft haben und nicht verkauft haben, Robinhood gekauft haben, solche Aktien. Gestern Abend hat ja Robin Hood, dieser Broker, seine Zahlen vorgelegt, eben mit Kunden, die genau solche Sachen gehandelt haben. GameStop, AMC, Peloton, Zoom, wie sie alle heißen. Und da sehen wir, dass inzwischen 4 Millionen Zocker oder 4 Millionen Privatkunden, wenn man so will, inzwischen inaktiv geworden sind im letzten Quartal. Das bedeutet nichts anderes, als dass sie ihr Konto gegen die Wand gefahren haben und deswegen schlicht nicht mehr handeln. Also da sehen wir, da ist schon viel passiert und das erklärt auch so ein bisschen die Stimmung, die Negativstimmung unter den Privatinvestoren. Auch viele andere Indikatoren, 11 Stück insgesamt, deuten darauf hin, dass wir durchaus Furcht am Markt haben. Also Boden gefunden, Kontraindikator. Schauen wir gleich mal weiter. Jedenfalls ist all das natürlich bedingt jetzt durch die FED seit dem FOMC-Protokoll 5. Januar. Geht es tendenziell nach unten an den Märkten und das hatte ich heute Morgen ausgeführt im Videoausblick. Und das halte ich für sehr, sehr, sehr zentral. Wir haben praktisch eine politische FED inzwischen, deren Hauptauftrag lautet, bekämpfe mir die Inflation, egal mit welchen Folgen. Denn wenn die Inflation nicht besiegt wird, dann wird praktisch der Konsum in den USA einbrechen. Und das kann sich die Konsumwirtschaft USA nicht leisten. Und vor allem, was sehr wichtig ist, Jerome Powell ist ja noch nicht vom Kongress bestätigt worden. Und im Kongress herrscht die Meinung vor, die FED hat zu lange gepennt, hat zu lange den Fuß auf dem Gaspedal gehabt und ist deswegen schuld an dieser Inflation. Und so ganz falsch ist das ja nicht, dass immense Geldmengenwachstum bei gleichzeitig einbrechender Güterproduktion aufgrund von Corona und dadurch bedingter Nachfrage, dass der Staat dann auch noch mit Helikoptergeld obendrauf kam, das hat natürlich diese ganze Geschichte so heiß werden lassen mit der Inflation. Die FED ist ein Teil dieses Problems gewesen und soll es jetzt lösen. Hier sehen wir mal die Real Wages, also die Löhne minus Inflation, die sind negativ und das hat immer
seit den in den letzten Jahrzehnten dazu geführt, dass wenn die Reallöhne negativ sind, natürlich der Konsum weniger einbricht. Heute im Radio eine Reportage gehört, wo die Leute in den USA berichten, wie es ihnen mit dieser Inflation geht, mit den Spritpreisen etc. Also das ist schon ein riesiges, riesiges Thema. Jedenfalls ist es jetzt eben so, wie der Deutschbanker George Saravelos gesagt hat, ja, also der beste Fall wäre, dass sich jetzt die Supply Chains erholen, die Lieferketten erholen und dann diese Inflation von selber runterkommt, ohne dass die Fed jetzt eben so wahnsinnig aufs Bremspedal wird treten müssen. Aber schauen wir uns doch mal die Märkte an, wie die agieren, wie David Rosenberg hier zeigt, in den in den letzten vier Wochen hatten wir 6 Negative Daily Dow Reversals, also da war der Dow Jones mindestens 1% im Plus und ist dann auch in Negative gedreht. Und solche Geschichten sehen wir eigentlich in heftigen Abverkäufen, sehen wir auch in Bärenmärkten, so etwa im 87er Crash, 1990er Rezession, Asienkrise 97, 98, dann Dotcom-Blasen platzen und die Finanzkrise und dann nochmal Ende 2018 Paul mit Bilanzsummenreduzierung auf Autopilot. All das hat zu Korrekturen von mindestens 20% geführt oder sogar von mehr als 30% mit dann folgenden Bärenmärkten. Und Zero Hedge bemerkt hier richtig, und all das, nachdem man so viel Geld gedruckt hat, sehen wir jetzt solche Reaktionen. Deswegen sagt hier ein Twitter-Kommentar, Bad News is good news now for markets. Also wenn schlechte Daten kommen, könnte das immer so Erleichterungsrallies bringen, weil man sich sagt, ja, vielleicht wird die Fed dann doch nicht irgendwie die Zinsen anheben. Und hier fürchten viele in Analysehäuser auch, dass die Wirtschaft schon sehr bald abkühlt, sodass die Fed eben dann von ihrem Plan wird Abstand nehmen. Ob das passiert, werden wir sehen. Jedenfalls sehen wir, dass trotz dieses massiven Pessimismus der Privatanleger, eben diese Privatanleger netto an jedem Handelstag dieses Jahres bisher Aktien gekauft haben. Sie haben also mehr Geld in Aktien gesteckt, als sie verkauft haben an Aktien. Das ist etwas, was wirklich erstaunlich ist. Und das bedeutet, hier ist keine Spur von Kapitulation, hier wird weiter gekauft, wird teilweise vielleicht sogar ins fallende Messer gegriffen. Also ist wahrscheinlich der Boden noch nicht so richtig gefunden, zumindest wenn wir uns mal das Verhalten der Privatanleger anschauen. Aber jetzt schauen wir uns mal die Dickfische an, die von der Bank of America befragt werden, also die großen Vermögensverwalter. Da sehen wir, an nur 2 von 18 Handelstagen haben die Gelder aus dem Markt abgezogen. Mit anderen Worten, von 18 Handelstagen haben sie an 16 Tagen Nettokäufe getätigt und nicht Verkäufe. Also auch die institutionellen Player sind alles andere als defensiv geworden, sondern die kaufen nach wie vor Aktien. Also können sie diese dann auch wieder verkaufen, möglicherweise, so könnte man vermuten. Und schauen wir uns mal etwa den Russell 2000 an, diesen Nebenwerteindex, in dem aber sehr, sehr viele Aktien sind, eben 2000, wie die Zahl schon sagt. Hier sehen wir das sogenannte Wyckoff Market Cycle Muster. Wir sehen also diesen Move nach oben, Corona-Crash, Fed pumpt Geld in die Märkte. Und dann kommt diese Seitwärtsphase mit einem Fehlausbruch nach oben und dann booms, geht es runter. Genau dieses Muster sehen wir derzeit. Wir haben also eine Distribution, das Geld ist teilweise von starken, oder die Positionen, die Aktien sind von starken in die schwachen Hände gegangen, in die Hände also der Privatinvestoren. Schauen wir uns jetzt nochmal etwas an, was glaube ich sehr, sehr wichtig ist zum Verständnis, was derzeit vor sich geht. Wir haben ja diese massive Liquidität der Notenbanken gesehen, haben Helikoptergeld gesehen. Was passiert damit? Die Leute ziehen den Konsum aus der Zukunft vor, in die Gegenwart, das haben wir ähnlich gesehen in Deutschland mit der Abwrackprämie. Das heißt, was dann heute konsumiert wird, das wird dann morgen eben nicht mehr konsumiert. Also wird der Konsum schlichtweg vorgezogen und all das führt dazu, dass der Konsum dann früher oder später einbrechen wird, eben weil dann plötzlich dieses Gap, diese Lücke da ist. Und das wird dann irgendwann dazu führen, dass die Fed eben nicht mehr die Geldpolitik straffen kann, sondern wieder irgendwie versucht, die ganze Geschichte zu retten mit neuer Liquidität. Und so dreht sich das Rad immer weiter, bis es nicht mehr reparabel ist. Wahrscheinlich ist es schon nicht mehr reparabel. Insofern die Aussage meines 27 besten Freundes Marcello Fracerino, der hier ja gesagt hat, ja, also, dass die Fed die Zinsen erhöht, ist ja okay. Aber bei uns hinken wir etwas hinterher wegen einer, wie er sagt, schwächeren Finanzpolitik. Damit meint er,
dass wir eben kein Helikoptergeld ausgeschüttet haben. Gut, diese ganze Kurzarbeit-Geschichte ist natürlich eine indirekte Form des Helikoptergeldes, muss man sagen. Aber auch die EZB hat ja gut gepumpt, aber insgesamt haben wir halt etwas weniger gemacht. Das findet der gute Marcello offenkundig nicht so toll, dass er zeigte, wie sozusagen man in diesem Kreislauf gefangen ist als Ökonom, der meinte, die EZB-Politik verteidigen zu müssen. Wir haben dann heute die Drehung gesehen, letztendlich an den Märkten, nachdem die PCE-Verbraucherpreise, also praktisch die Inflation, Personal Consumption Expenditure, so reingekommen ist, wie erwartet, zum Vorjahresmonat sogar noch einen Ticken höher, aber man hat sich gesagt, gut, hätte schlimmer kommen können. Und jetzt sehen wir, dass möglicherweise eben nochmal jetzt zum Monatsende Fund Stock Buying passiert, also dass da nochmal ein bisschen zugekauft wird. Das könnte einer der Gründe sein, warum es heute eben nach oben kommt. Allerdings sehen wir, und das ist eben auch mit diesen PCE-Daten mitgeliefert worden, die Einkommen und Ausgaben der Amerikaner. Hier sehen wir, dass die Ausgaben der Amerikaner so stark eingebrochen sind wie seit Februar. Nicht mehr, minus 0,6%, während die Einkommen weiter gestiegen sind. Also der Konsum beginnt bereits zu schwächeln, und geschwächelt haben eben auch die Aktienmärkte teilweise. Hier sehen wir mal die Forward Price Earnings Ratio, also zukünftiges KGV, wenn man so will, beim S&P 500. Jetzt fast wieder auf dem Niveau von vor dem Corona-Crash, und das Gleiche gilt auch für den Nasdaq. Wir haben also eine Art Bereinigung gesehen, die fundamental durchaus gerechtfertigt ist, und selbst meine zweitbeste Freundin, Cathie Wood, beginnt jetzt ihren eigenen ARK K, also ihren ARK Innovation zu schorten, wie hier ein Witzbold twittert, unter dem Namen Cathie Wood but Young. Und wir sehen, dass jetzt etwa der ARK Innovation von Cathie Wood, der zwischenzeitlich 500% besser performt hat als der Nasdaq, inzwischen unter dem Nasdaq gelegen ist. Auch heute ging es zunächst mal noch weiter nach unten, bevor dann die Drehung reinkam. Aber hier sehen wir mal den Vergleich zwischen dem ARK Innovation und dem Nasdaq Index bei Platzen der Dotcom-Blase. Ähnlichkeiten sind rein zufällig und nicht beabsichtigt. Und hier sehen wir, dass jetzt so ein bisschen eine Erholung stattfindet. Oben in dieser Grafik, Growth kann sich etwas erholen, Value kommt ein bisschen runter, die Lücke wird also ein bisschen kleiner. Aber dennoch, im Januar sehen wir, dass Commodities den Nasdaq um 27%, also Rohstoffe um 27% outperformt haben. Und wenn wir uns nochmal abschließend dem geopolitischen Geschehen widmen, dann macht die Biden-Administration derzeit, hat Sanktionen vorbereitet, ist relativ scharf in der Rhetorik, während die Russen eigentlich eher zurückgerudert haben, hat man den Eindruck. Jedenfalls russische Aktien sind jetzt so billig wie seit 2014 nicht mehr. Eben aufgrund dieser Spannungen in dem Ukraine-Konflikt. Ist das der Boden? Das ist die gute Frage. Ist das der Boden bei den US-Aktienmärkten? Das ist auch die Frage. Eine spricht nach meiner Auffassung dagegen. Normalerweise sind alle im Crash irgendwann fertig und sagen, ich will nichts mehr vom Aktienmarkt wissen. Aber jetzt sehen wir, es wird gekauft, sowohl von den Privatinvestoren, und zwar massiv, als auch von den Institutionellen. Also von Kapitulation keine Spur, und Böden bilden sich erst, wenn kapituliert wird. Und so haben wir gestern gefragt mit dem Stefan Risse, Crash die Fed, die Aktienmärkte, wo wir mal verschiedene Dimensionen aufzeigen. Das, meine Damen und Herren, werde ich Ihnen unter dem Video verlinken. Nochmal, falls Sie es nicht gesehen haben, es lohnt sich, viele haben ja dann unter der Woche vielleicht nicht so Zeit, aber am Wochenende mal ein paar Minuten sich das anzutun, kann ich nur empfehlen, fand ich persönlich sehr spannend. Ich denke, Sie wahrscheinlich auch, wie gesagt, werde ich unter dem Video verlinken, und wünsche jetzt ein schönes Wochenende. Bin gespannt, ob die nächste Woche auch so turbulent wird, wie es diese war. Ich sage Servus und Ciao.